So, das ist jetzt die Zusammenfassung vom Wintersemester 2023/24 und Sommersemester 24 von mir, Max Soros. Und ja, das hat ein bisschen länger gedauert. Zum einen, weil ich noch eine Klausur letzte Woche geschrieben habe, am Donnerstag. Und vorletzte Woche Dienstag. Und das andere Semester mir ein bisschen auf den Keks gegangen ist. Aber jetzt bin ich hier und will es über mich bringen, weil ich jetzt euch schuldig bin und weil ich manche Sachen auch zu feiern habe. Deswegen lasst uns direkt mal starten. Ich fange mit dem Wintersemester 2023 an. Das ist jetzt praktisch genau ein Jahr her. Das Wintersemester 23 war, glaube ich, grob von Oktober bis Ende Februar sind die Vorlesungen und danach Klausuren für, glaube ich, 2 Monate. Nur zur zeitlichen Einordnung. Welche Vorlesungen hatte ich da gehört? Ich werde Vorlesungen, die ich nicht bestanden habe, zwar erwähnen, aber die werde ich dann thematisch auslassen, weil ich nicht, also, ich werde über eine Vorlesung ein bisschen reden, die ich zwar, also, die habe ich teilweise bestanden, weil, erkläre ich gleich. Jedenfalls eine wiederkehrende Veranstaltung, die man relativ häufig bei meinen Videos sieht, ist Analysis 1. Die habe ich mitgeschrieben, also habe ich mit teilgenommen und bei der Klausuren verhauen. Also nein, da kann ich nicht mehr relativ wenig drüber erzählen. Dann Einführung in die Physik hatte ich teilgenommen, die habe ich auch bestanden. Und Vertiefung der klassischen Mechanik und Elektrodynamik. Das ist mal ein größeres Block. Ich fange mit Einführung in die Physik 1 an. Das ist unsere in der Universität Bielefeld eine der Standard-Physikveranstaltungen, die relativ viel Spaß machen. Verschiedene Themen abdecken, von Mechanik, zum Beispiel eben halt Kinematik, zwei Kugeln, die aufeinander prallen und welchen Winkel die dann abprallen, zum Beispiel. Oder eben halt grundsätzlich Astronomie hatten wir da, glaube ich, auch besprochen. Dann mal halt Newton, mal Fallgesetz. Was hatten wir da noch alles gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Was hatten wir da alles sonst noch gemacht? Ein paar Themen wie Fluidik, Sachen mit Druck etc. hatten wir einmal kurz angesprochen in der letzten Vorlesung, glaube ich. Mal kurz überlegen, was hatten wir da sonst noch alles? Schwingungen hatten wir längerfristig gemacht, ziemlich viel mit Kräften gearbeitet. Ist halt eine der Einführungsveranstaltungen, hat aber trotzdem ziemlich viel Spaß gemacht. Professor war auch gut, Übungen haben auch Spaß gemacht, waren ziemlich gut und waren eigentlich eine der einfachen Übungen. Und Klausur war 3 Stunden und mit Zettel. Also man konnte sich einen Zettel von, man konnte sich zwei Zettel, also zwei DIN A4 Zettel, vier, also eine normale Standardgröße, vorne und hinten beschreiben. Konnte man beide mit in die Klausur nehmen, also eine eigene selbstgeschriebene Formelsammlung. Und glaubt, da habe ich dann auch direkt die erste Klausur bestanden, wenn ich mich recht erinnere. Muss ja nicht zum Nachtermin. Bin mir da nicht ganz sicher, wollte ich auch nicht mehr nachschauen. Es ist bestanden, also Strich drunter. Endlich. Weil ich habe schon meinen Rekord mit maximal Anzahl der, also ich habe die höchste Anzahl, also ich habe schon ein Fach, wo ich ziemlich häufig Klausuren mitgeschrieben habe. Dazu kommen wir aber später. Dann Vertiefung der klassischen Mechanik und Elektrodynamik. Das ist eine Veranstaltung, die ich auch dieses Semester, also dieses Wintersemester höre, weil ich die nicht bestanden habe, die Klausur. Das ist eine Theorieveranstaltung, wo man Sachen der Einführungsveranstaltungen, also der Mechanik, also zum Beispiel wie Kräfte auf dem Körper interagieren, halt. Einfaches Beispiel ist mal freier Fall. Also wenn etwas runterfällt, welche Kräfte darauf wirken, kann man immer halt über verschiedene
Schreibweisen oder Schreibarten ausdrücken, also verschiedene Formalismen, die alles äquivalent sind, aber verschiedene Vor- und Nachteile haben. Das ist mal Newton, Lagrange und Hamilton. Die Sachen sind dann auch zum Beispiel später für andere Sachen wichtig, wie zum Beispiel Quantenmechanik zum Beispiel. Das ist nur ein kleiner Ausblick. Diese Formalismen kann man dann immer halt anwenden. Wir machen dann Sachen auch immer mit, also eigentlich jeder sollte Koordinatensysteme von X, Y und Z kennen. Das sind weil das kartesische Koordinatensystem, was orthonormal, also ich pfeife ab teilweise ein bisschen jetzt. Jedenfalls die Standardkoordinaten, wir haben dann auch Koordinatensysteme, die rund- und zylinderartig sind, aber mit denen haben wir dann auch gearbeitet. Dann gab es auch manche Aufgaben, die waren dermaßen aus der Welt. Die haben schon fast wieder einmal, die sind wirklich, da hatten wir eine Aufgabe, das erinnere ich mich noch, in der Vertiefung. Weil es kann auch eine der Einführungen in der klassischen Mechanik und Elektrodynamik sein, also das war der anfangende Teil. Jedenfalls hatten wir eine Aufgabe, wo man Punkte berechnen sollte. Also das ist jetzt schwer zu erklären, ohne Bild und Bild zu malen, ist jetzt für dieses Thema ja ziemlich problematisch. Sollte man solche genannten Lagrange-Punkte berechnen von Körpern. Prinzipiell sehr interessant, nur als Übungsaufgabe überhaupt nicht gut, weil das war wirklich ein richtiger Abfuck. War trotzdem schön. Und für mich war eigentlich da das größte Problem, oder was ich ein bisschen da gesehen habe, ist einfach noch ein paar mathematische Grundlagen, die wir dann da anwenden mussten, hatten bei mir noch nicht so ganz gesessen. Übungen habe ich zwar geschafft, weil ich auch häufig mit einer Großgruppe von, glaube ich, 6 Leuten zusammengearbeitet habe. Aber dann, immer in der Klausurvorbereitung, habe ich bemerkt, dass ich dann schnell an Probleme gestoßen bin, weil man dann schnell einige mal Standardtaktik anwenden musste und da habe ich ein bisschen gestrauchelt. Dann habe ich da ein bisschen zu viel Zeit in der Vorlesung, also mal. Und das war auch eine der Klausuren, die ich nicht so als größten Problem angesehen habe, weil ich die anderen eher haben wollte, besonders zum Beispiel Einführung in die Physik 1 und Analysis wollte ich eigentlich eher bestehen. Deswegen hatte ich zum Beispiel Vertiefung eher weniger gelernt. Deswegen habe ich dies auch nicht bestanden. Analysis auch nicht, aber das Vorteil bei Vertiefung ist, bei Vertiefung übernimmt man, also es gibt bei Universität Bielefeld, ein bisschen weiter Exkurs, immer halt manche Prüfungen, da musst du Übungsleistungen machen, aber die sind jedes Semester, werden dann einfach angerechnet und muss man nicht extra machen. Und da ist es immer halt der Fall, deswegen habe ich da schon die Übungen, aber ich setze mich aktuell trotzdem schon noch in die Übungen rein, weil ich das lernen will. Das war per se das Semester, was ich da immer halt wirklich problematisch war. Mich regt immer halt da. Hat es hauptsächlich Anna aufgeregt. Weil da waren die Anna-Klausuren, weil die erste war abgrundtief grässlich. Das wurde auch später von anderen Profs so gesagt. Die Klausur hätte man nicht so stellen dürfen. Die Klausur danach war dann besser. Ich glaube, da hatten mir sogar wieder 3 Punkte oder so gefehlt, nicht zu bestehen, aber ich habe die Punkte dann nicht mehr gefunden. Bisschen ärgerlich. Und das hat schon mal per se das Semester, Wintersemester 2023, 2024. Wenn ihr dazu Fragen habt, haut sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Dann zum Sommersemester 2024. Das war eigentlich schon auch wieder ein bisschen mehr intensives Semester, aber hat trotzdem auch wieder funktioniert. So, was habe ich dieses Semester gehört? Also Sommersemester 2024, das war also immer von, immer März bis Ende September. Und nur damit man nochmal so als Kontext versteht, warum ich jetzt insgesamt nur noch auf rund
im Semester sind das immer 24 bis 25 LP studiere oder gerichtet studiere, ob ich Klausuren bestehe, ist was anderes. Das liegt daran, dass ich noch 8 Stunden in der Woche arbeite und ich da dann einfach nicht zu Vorlesungen hingehen kann. Deswegen bin ich auf 24 LP gegangen und nicht auf 30, weil ich einfach merke, auch wenn ich bei der Arbeitszeit noch manchmal was für die Uni machen kann, bin ich nicht so effektiv, als würde ich komplett da was für die Uni machen oder nicht arbeiten. Deswegen 24 LP, grobes Cap in der Vorlesung, also für mich jetzt im Semester, komme ich von der Zeit relativ gut hin und habe noch ein bisschen Freizeit für YouTube und andere Sachen. Jetzt zum Sommersemester 24. Welche Vorlesungen sind das? Analysis, Lineare Algebra für Physik, auch wieder eine altbekannte Vorlesung. Einführung, ach, die habe ich noch drin, weil ich das Skript haben wollte. Die kann ich vergessen. Statistik, Messer für Physics Data. Und das war's. Das waren 3 Vorlesungen. Also Analysis ist eine Matheveranstaltung. Statistical Method for Physics Data, das war eine Wahlveranstaltung für ein Modul, wo man immer ein bisschen Ausblick hat, wo man verschiedene Sachen reinwählen kann, was einen interessiert und wie man mit Daten umgehen kann oder halt mehr grundlegende Informationen über Statistik ist, fand ich interessant. Das war auch wieder eine schöne Vorlesung, vielleicht sehe ich gleich mehr. Und was hatte ich dann noch? Lineare Algebra für Physik ist Lineare Algebra, also Mathe. Deswegen 2 Mathe-Veranstaltungen, 1 Physik-Veranstaltung, eher mathematiklastig und ja. Über Lineare Algebra werde ich jetzt nicht sprechen, weil ich die Klausur nicht bestanden habe. Klausureinsicht wäre morgen, aber ich gehe nicht hin, weil ich einfach weiß, ich könnte es noch versuchen, mich rauszuholen, aber ich glaube, ich habe es nicht bestanden, weil ich auch, ich würde sagen, bin zu tief drunter. Die Klausur fand ich nicht gut. Ich habe mich bei einer der gut punktegebenden Aufgaben auch verrechnet. Deswegen, außerdem habe ich da noch einen Termin. Deswegen gehe ich zur Klausureinsicht nicht hin. Aber kommen wir jetzt mal zu Analysis 1. Gott sei Dank. Über dieses Thema spreche ich jetzt das letzte Mal. Und das meine ich jetzt ernsthaft. Ich habe Analysis 1 endgültig bestanden. Und ich habe in meinem Freundeskreis immer gesagt, wenn ich Analysis 1 bestehe, hänge ich mir diese Scheißklausur, weil meine ich ernsthaft, an die Wand. Und eins kann ich garantieren, ich weiß nicht, ob man die immer in meinem Blog sehen wird. Ich habe da eine Klausur an der Wand hängen, die ich bestanden habe. Ich habe mir Zettel dran, wann ich die E-Mail bekommen habe, dass ich das Zeug bestanden habe. Die bleibt da hängen. Ich hole mir da später einen Bilderrahmen und hänge die rein. Gleichzeitig habe ich mir auch für alle meine Physik-Einführungsveranstaltungen noch die Zettel, wo also meine vorgeschriebenen Formelsammlungen, die kommen auch noch in einen schönen Bilderrahmen, kommen dann auch an die Wand. Bisschen Erinnerungen als Studium. Und wahrscheinlich ein Fachschafts-T-Shirt würde ich mir auch noch an die Wand hängen. Einfach so eine Erinnerung an mein Studium. War ja auch ein paar Jahre. Jedenfalls Analysis 1. Am Anfang über Mengen gesprochen, also einfach nur Objekte, also ein bisschen abstrakt, aber über halt Ordner, wo verschiedene, also gleichartige Objekte gesammelt waren. Und man kann dann über Mengen halt Aussagen schreiben und das ist die Mengenlehre, grob gesagt. Genaues, googelt nach Mengenlehre. Das ist halt ein großer, meistens ein bisschen langweilig und zäh. Dann kann man lange sich darüber beschäftigen, wie Zahlen halt aufgefasst werden oder wie Zahlen konstruiert werden. Da werde ich nicht wirklich so viel reden, aber eben halt wie Zahlen, Zahlenmengen oder so, oder wie allgemein die natürlichen Zahlen definiert werden, wurde auch ein bisschen länger besprochen. Wie schon gesagt, das ist ein Set 10 Themen. Ja, ich scroll ja gerade ein bisschen noch nebenbei durch. Man hat auch immer über Begriffe gesprochen, ob eine Funktion surjektiv, bijektiv
oder injektiv waren, also ob, wenn man eine Funktion abbildet, ob man dann eine Ursprungsmenge Punkte hat, bla. Ist nicht so relevant. Die Sachen sind nur später für Funktionen relevant, weil jede halt, bijektive Funktion hat auch eine Umkehrfunktion. Ist zum Beispiel sehr, sehr hilfreich bei manchen Sachen. So, Zahlenbereiche. Nach Zahlenbereiche kamen dann direkt mal die schönen Sachen namens Folgen. Folgen sind zum Beispiel Sachen, die mal, wo man dann einfach einen Grenzwert, also ein Limes draufschmeißt. Dann kommen wir solche Aufgaben, Limes von n gegen unendlich, von 1 durch n. Hat das Tür, also wenn man da eine beliebig große Zahl eingibt, wird das, hat das irgendwo ein Ende? Ja, nein, wieso nicht? Solche Aufgaben muss man da lösen. Ist immer ein großer, richtiger Rechenspaß, besonders wenn das dann komplex wird. Ach, die komplexen Zahlen haben wir noch eingeführt. Das waren auch Zahlen, mit denen man auch in der Physik viel zu tun hat. Aber ja, so kann ich das immer halt beschreiben. Und dann hat man nach den Folgen, ist man übergegangen auf Reihen. Reihen sind wie Folgen, nur mit Summen. Die haben dann ein paar andere Eigenschaften. Man muss sich dann nochmal ein paar Kriterien herleiten. Das ist aber alles nicht so relevant, weil man danach zu Punkten kommt, die für halt Analysis oder halt Physik am Ende interessanter sind, nicht relevant, teilweise, also bald ableiten, also man kommt dann immer zur Stetigkeit. Stetigkeit ist eben halt, wie kann ich das am besten zeigen? So, man hat den Stift und den Stift, das ist, beiden Stiften sollen eine Funktion sein. Und Stetigkeit bedeutet, dass eine Funktion eben halt, wenn man denkt, bei einer Funktion, dann haben wir dann einfach hier einen Sprung. Eine Funktion, die einen Sprung hat, ist nicht stetig. So kann man sich das grob vorstellen für Leute, die einfach keine Ahnung davon haben. Und zum Beispiel eine konstante Funktion, einfach nur der Stift, das wäre dann zum Beispiel stetig. Wieder Eigenschaften, wenn man weiß, verschiedene Kriterien. Ist eben halt ein Grundkonzept für die Analysis, auch für Analysis 2. Dann geht man von der Stetigkeit. Die Stetigkeit braucht man für Differenziation, also über Ableiten. Und Ableiten ist eben halt für Leute, die das noch in der Schule, sollten das in der Schule gehabt haben. Also wenn man x² hat, dass es dann einfach ableitet und 2x ist zum Beispiel, wenn man nach x ableitet. Dann mal die verschiedenen Ableitungsregeln kennengelernt. Ein wunderbares Tool namens L'Hôpital kennengelernt. Und eine der Fragen im Tutorium, die immer gestellt wird, kann man L'Hôpital, wenn man L'Hôpital gelernt hat, anwenden? Ist immer relativ amüsant, damit anzusehen dann. Und dann nähert man sich sogar schon dem Ende. Also dann hat man meistens auch in der letzten Vorlesung das Thema Taylor-Reihen. Taylor-Reihen ist ein Thema, das werde ich später mal aufgreifen als Video. Jetzt nicht, aber später habe ich mir vorgenommen, weil Taylor-Reihen sind unheimlich powerful, also mal mächtig und interessant. Das ist am Ende für Informatik und in der Physik wirklich hilfreich. Grob gesagt nutzt man Taylor-Reihen, also anwendungsorientiert, wie es in der Mathematik definiert wird, über was anderes, aber anwendungsorientiert ist, man schaut, dass man sich eine Funktion, höheren Grad sucht und guckt, dass man die so modelliert an die verschiedenen Punkten, sodass die Funktion aussieht wie die Funktion, die man haben will. Zum Beispiel kann man, ob ich mit dem vierten Grad zum Beispiel den Sinus relativ grob, um meinen Wertebereich, glaube ich, von 0 bis 1 relativ gut darstellen zum Beispiel. Und dafür muss man dann nicht mal Sinus, Cosinus schon immer zeichnen zum Beispiel. Die hat man zum Beispiel auch noch eingeführt in Analysis. Das war auch mal ein Spaß, die Additionstheorie immer
zu beweisen, zum Beispiel. Oder die hyperbolische Funktion. Das ist Analysis. So. Jetzt kommen wir zu den Klausuren von der Analysis. Analysis-Klausuren sind meistens eine Stunde lang, 4 Aufgaben. Meistens hängt davon vom Prof ab, aber meistens auch eine Definition, dann rechnen oder beweisen. Wir hatten schon einige Altklausuren und bei dem Prof, wo ich hatte, da kann man eigentlich meistens sagen, die Klausuren sind ziemlich identisch zu den Klausuren vom letzten Jahr. Andere Aufgaben, aber ist halt wirklich ein Merkmal bei ihm. Das war es diesmal auch. Bei der letzten Klausur, ersten Klausur hat mir 2 Punkte gefehlt, habe ich nicht gefunden. Und bei der Nachklausur Punktlandung. Man brauchte 12 Punkte zum Bestehen, ich hatte 12 Punkte. Er hatte mir auch ein paar Anmerkungen geschrieben, dass ich mir manche Sachen nochmal angucken sollte, damit ich sie wirklich verstehe. Ich werde sogar, glaube ich, morgen nochmal eine Nachfrage stellen, das interessiert mich sogar. Und ja, dadurch war das Semester auch eigentlich schon ein bisschen belohnt, weil Analysis 1 habe ich jetzt insgesamt 9-mal teilgenommen, also 9-mal die Klausur geschrieben. Ein weiteres, also dafür, also immer halt, es gibt immer 2 Klausuren, deswegen, ich habe glaube ich insgesamt jetzt 6-mal Analysis teilgenommen, jetzt endlich bestanden. War eine Ewigkeit. Und das, was bei Analysis mich ein bisschen geärgert hat, muss ich leider ganz ehrlich sagen, immer halt, ich habe die Mitteilung um 1 Uhr nachts bekommen vom Prof. Natürlich nett, dass er die E-Mail um 1 Uhr nachts schreibt. Aber ich wollte mich da gerade schlafen legen, dann kam die E-Mail, hab mich gefreut, ich musste aufpassen, dass ich nicht rumspringe. Sohn wollte ich nicht sein. Aber es hat mich schon gefreut, ich habe in der Wohnung rumgetanzt. Und die Klausur hängt jetzt an der Wand. Das meine ich ernsthaft. Wenn nicht, fragt Salki in den Kommentaren. Der wird es euch bestätigen. Im Zweifel werdet man die auch irgendwann mal in einem Vlog oder ähnliches sehen. Bei Linear Algebra hatte ich nicht bestanden. Das war eigentlich eine Linear Algebra. Vorlesung. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt. Bin auch schon bei 23 Minuten. Will ich das nicht überlange machen. Yeah. Statistics Methods for Physics Data, das war eine halbe Masterveranstaltung, die auch für einen Bachelor in Ordnung war. Ich musste nur in die Vorlesung gehen, keine Übungen oder keine Klausuren machen, deswegen war es auch sehr entspannt. Uhrzeit war nicht so in Ordnung, aber für mich ist es eigentlich kein Problem, 8 Uhr am Freitag, also 8.30 Uhr am Freitag die Vorlesung zu haben, deswegen bin da hingegangen. Hab mich die Sachen angehört. Wir haben dort mit Hilfe eines Buchs mal statistisch kennengelernt und nicht angewendet, weil Übungen waren für mich nicht relevant. Ich habe da einige Informationen rausgelernt, teilweise einfach nur Wissen. Anwendung hätte ich mir noch mal ein bisschen mehr lernen müssen. Ich plane auch, ich habe noch ein Modul, wo ich was wählen kann. Da werde ich schauen, dass ich eine Statistikveranstaltung reinwähle, weil ich echt noch ein bisschen mehr mit Datenauswertung lernen will. Da muss ich noch schauen, was ich mir da genau reinwähle. Ich habe da 2 Auswahlmöglichkeiten gefunden, aber das ist nicht das Thema. Keine Ahnung, ich weiß übrigens, ich habe keine Ahnung mehr davon. War eine Vorlesung interessant, der Prof hat... Ich mag den Prof, er ist der Theoretiker, deswegen werde ich bei ihm wahrscheinlich keine Bachelorarbeit schreiben. Aber an sich war die Vorlesung interessant. Muss ja nur anwesend sein, deswegen habe ich auch nicht wahrscheinlich so viel mitgenommen. Im Nachhinein, jetzt gibt es sogar noch eine bessere Veranstaltung, die ich da noch lieber gewählt hätte, diesen Modul. Aber jetzt, ich habe die LP, deswegen egal. Und wir sind seit 2 Tagen auch jetzt im neuen Semester. Wie ich schon gesagt hatte, Dienstag erst noch, letzte Woche Dienstag, die letzte Klausur.
hatte dann Sonntag morgens immer um 1 Uhr immer die Mitteilung gehalten. Und jetzt ist das Video da. Das kommt wahrscheinlich dann immer halt Donnerstag, aber ansonsten wünsche ich euch mal ein schönen Donnerstag wahrscheinlich noch. Ich bin über das Wochenende in Frankfurt, da bin ich auf einem Konzert. Das wird auf jeden Fall richtig schön werden. Ich hoffe, dass ich dazu mindestens einen Vlog mache, vielleicht auch zwei. Ansonsten sage ich euch nur, wenn ihr Fragen, Kommentare oder andere Sachen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Mein Name ist Max Soos. Vielen Dank, dass ihr mir zuschaut. Vielen Dank, dass ihr an meinem Chaos teilnehmt. Und wenn es aktuell und weiter nichts gibt von mir aus, sage ich nur, schönen guten Tag, bis bald und tschüss.